Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht es um den paarweisen Vergleich. Hierbei vergleicht man konkurrierende Optionen miteinander. Hier hören die meisten schon auf, allerdings gehört etwas mehr zu der Technik. Ihr nutzt den paarweisen Vergleich zum Beispiel dann, wenn ihr Schwierigkeiten habt, aus einer Gruppe von vielen interessanten, aber konkurrierenden Optionen eine passende auszuwählen. Wie funktioniert nun der paarweise Vergleich? Im ersten Schritt identifiziert ihr die zu vergleichenden Ideen bzw. Optionen. Ein Beispiel wäre, ihr möchtet eure Unternehmensbekanntheit steigern. Fachartikel veröffentlichen, Google-Anzeigen schalten, Webseite SEO-technisch optimieren. Instagram-Seite erstellen, Newsletter aufbauen. Schritt 2. Ihr stellt sicher, dass ihr die einzelnen Ideen nach gemeinsamen Kriterien vergleichen könnt. Zum Beispiel wichtig, unwichtig, machbar, nicht machbar. Schritt 3. Am besten benutzt ihr eine Tabelle. Ihr tragt in die Tabelle die einzelnen Optionen ein und vergleicht sie jeweils miteinander. Zur Bestimmung der Wichtigkeit gebt ihr den Optionen einzelne Punkte, zum Beispiel 1 bis 3, von weniger wichtig bis sehr wichtig. Schritt 4. Ihr berechnet die gesamte Punktzahl einer Option und tragt sie rechts in die Summenspalte ein. Wie gesagt, der paarweise Vergleich ist ein sinnvolles Werkzeug, um unterschiedliche Optionen zu vergleichen. Ihr könnt es auch in der Freizeit nutzen, wenn ihr zum Beispiel am Einkaufsregal steht und ihr nicht wisst, welche Konservendose ihr nehmen sollt. Oder wenn ihr mit Freund oder Freundin essen seid und ihr könnt euch zwischen unterschiedlichen Gerichten nicht entscheiden. Schön, dass ihr heute wieder bei uns zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß bei weiteren Videos bei uns. Am besten einfach unseren Kanal abonnieren.